So, heute haben wir den, was haben wir denn heute? Den 16.09. Und heute geht es dann über Kirchsaar ins Ahrtal und dann mal schauen. Okay, fahren wir erstmal ein Stückchen durch den Wald. Es ist ganz schön frisch heute Morgen, wir haben ja morgen schon nach Herbst. Ja, wir haben es natürlich auch hier mit Kollegen zu tun, die es ein bisschen eiliger haben als wir. Und noch einer. Das ist jetzt der Weg nach Kirchsaar. Da fahren wir schön rubbelig natürlich, klar. Hier durch Wald und Wiesen. Wir müssen aufpassen, dass einen die Bauern einen hier nicht umfahren. Wie gerade eben einer wieder mal versucht hat. Ein Kilometer nach Winzenbach. Winzenbach. Und jetzt kommen gleich dann die Kurven, weshalb wir lang gefahren sind. Bisschen rubbelig hier. Eine scharfe Haarnadel kommt jetzt noch. Und zwar jetzt hier hinter. Da ist sie schon. Hier nach Lind, Blittersdorf. Nachdem wir jetzt durch Blittersdorf durchgefahren sind, geht es jetzt hier weiter Richtung Lind. Das sind an sich bekannte Strecken. Hier geht es dann rechts nach Oblias, wo auch 6 Serpentinen warten. Die nehmen wir heute mal nicht. Oftmals kommen wir diese Strecke hier in entgegengesetzter Richtung, also runter. Jetzt fahren wir mal hier über den Hügel hoch nach Lind.
ist jetzt das Stück von Lind nach Ahrbrück runter ins Ahrtal. Auch ganz nice. Und jetzt kommen noch die zwei Serpentinen runter nach Ahrbrück. So, dann haben wir das auch. Jetzt machen wir uns von dem Ort Kesseling auf nach Kaltenborn und fahren Richtung Adenau. Das wäre dann der nächste bekanntere Zielort. Auf dem Weg nach Adenau sind wir jetzt hinter Kaltenborn. Und wenn man sich hier so die Wälder anguckt, dann haben die also schon aufgrund der irren Trockenheit auch in diesem Sommer wieder ordentlich auf Herbst umgeschaltet. Also wir haben immerhin erst Mitte September und hier fangen die Bäume schon an, die Farbe zu wechseln. Das Stück, was dann nach Adenau runtergeht. Da sind dann schon wieder mehr Mopedfahrer unterwegs. Das ist die Strecke, die in die andere Richtung rauf geht, zu Hohenacht. Jetzt sind wir durch Adenau durchgefahren und jetzt geht es rauf hier nach Hohnerath. Auch da gibt es natürlich eine Serpentine, ist ja klar. Von Adenau und Hohnerath zuletzt kommen, fahren wir jetzt Richtung Reiferscheid. Und Reiferscheid ist der Ort, den man dann über diese sagenumwobene Strecke von Fuchshofen mit seiner schlechten Wegstrecke und den Serpentinen, die den Berg hochführen, erreicht. Heute fahren wir das Ganze mal umgedreht, also von Reiferscheid die Serpentinen runter. Die Strecke wird sich dabei nicht verbessert haben. Das ist also dann ja auch Reiferscheid. Der nächste Ort ist jetzt Fuchshofen. Der liegt wieder unten im Tal und hier hat man jetzt einen schönen Blick über die Eifelhöhen. Hier drüben kann man schön weit gucken.
Das ist schon knibbelig hier. Also das sind jetzt keine Spaßgruben. Das kann mir, glaube ich, jeder abnehmen. Dafür ist das hier zu eng. Und ich glaube, das hier ist die Kurve, wo ich mich seinerzeit ordentlich auf die Fresse gelegt habe. Wenn man sich das im Navi anguckt, das ist dann schon... Naja. Also wenn man sieht, wie es hier runter geht, das ist schon eng. Solange keiner kommt, ist alles gut. Kommen sollte keiner. Als Gegenverkehr, das wäre ungut. Hier soll man 10 fahren, okay. So, ich glaube, das war das Schlimmste. Ja, das war die letzte Serpentine. Und gut, dass das Auto jetzt erst kommt. Denn Autos sind auf dieser Strecke maximal störend. Das ist jetzt die rubbelige Strecke nach Werkshofen. Und dann im weiteren Verlauf geht es nach Flügel. Das sind so Strecken, die ja, vom Belag her, weiß Gott, hier nicht das Gelbe vom Ei sind. Das ist kein Vergleich zu Fuchshofen. Aber der Asphalt ist halt in der Eifel oftmals so wie das hier. Also sehr hubbelig. Kann man fahren, aber ist auch nicht so besonders schön. Wie man im Navi vielleicht sieht, ist es jetzt hier auch ein bisschen kurvig. Die einzige Legitimation für diese Strecke. Das ist also Werkshofen. Von Werkshofen geht es dann wohl weiter nach Hümmel.